die realen Gefahren, die wir haben. Das heißt, wie knapp kann ich vor die S-Bahn springen? Wie knapp kann ich die Bahngleisen überqueren? Und das ist häufig ein Spiel mit dem Tod. Und das wollen wir heute mit diesem Dreh einfach aufzeigen, wie gefährlich es ist und nur mit Profis hier auch heute realisieren. In der Realität weißt du nicht, was auf dich zukommt. Du hast keinen abgeschlossenen Bahnübergang, du hast gar nichts. Ja? Hier ist alles getimed. Hier weiß jeder Einzelne, was er zu tun hat. Hier werden Kommandos gegeben. Wann kommt die Bahn? Auf welcher Höhe ist die Bahn? Wann muss der Stuntman loslaufen? In der Realität hast du es nicht und hier am Set hast du das. Und bitte! Der Stunt, auch wenn er sehr spektakulär ausgesehen hat, das war ein absolut kalkulierbares Risiko. Und in der Wirklichkeit sieht es tatsächlich anders da aus. Da sind die Situationen wesentlich knapper und da geht dem Fahrer dann auch schon mal der Puls auf 180. Für den Unfallbeteiligten kann das der Tod bedeuten. Und für die Fahrer, je nachdem wie die Schwere war, kann so eine psychische Belastung auch zu einer Berufsunfähigkeit führen. Der Wahnsinn, wie wir hier sehen anhand dieses Live-Tests mit einer Puppe. Wir haben hier Leichenteile zerstreut und zerfetzt und sogar entkleidet auf einer Strecke von über 10 Metern. In der Realität haben wir mit der Stadtbahn einen Bremsweg bis zu 50 Metern. Mit der Eisenbahn sind es sogar mehrere hunderte von Metern. Es ist unvorstellbar, welche Kräfte da einwirken und mit diesem heutigen Beitrag wollen wir wachrütteln und euch aufmerksam machen. Und die Botschaft lautet klar: bitte passt auf, wenn ihr die Bahngleisen überquert.